Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play My Time at Portia. Wir haben beim letzten Mal schon ein kleines bisschen vorgespoilert hinsichtlich dessen, ob wir diese Folge mal abseits der Kamera aufnehmen können, ja oder nein. Die Antwort ist nein, denn es passiert immer wieder etwas Neues. So auch heute, wo wir mit der Mali zur Sternenlichtinsel sollen, um ja, die ganze Ruine ein wenig zu erkunden. Und natürlich wird dort wieder irgendwas sein. Warum sollten wir auch sonst mitkommen? Aber alles zu seiner Zeit. Erst einmal werden wir hier unsere täglichen Belange erledigen. Und anschließend... So, wir können nochmal eben hier ein bisschen Zement anstellen. Wenn wir mehr Harz hätten. Ja gut, dann machen wir erstmal 11. Wie lange braucht das? 10 Stunden? Okay, es braucht länger, deswegen muss ich nochmal nachtanken. So, wir müssen den Portia-Karren nochmal eben voll machen. Alles klar, let's go. Ja, ciao und so, ne? Viel Spaß mit dem Handkarren bis nach Sandrock. So, bringt 4400 Jolt. Ist jetzt nicht so viel wie sonst, aber immerhin etwas. Wir gucken uns natürlich einmal wieder hoch in der Handelsgilde um, ob es wieder irgendwelche interessanten Tagesquests gibt. Klasse S Petra. 3 Holzsäulen. Ja. Nimm ich. So, wir sind aktuell 1800 Punkte vor. Das ist okay. Also 3 Holzsäulen, die kann ich vielleicht nochmal eben schnell machen. Aber warum ist denn das Klasse S? Waren die so aufwendig herzustellen? Mal kurz gucken. Pappelholz und Seile. Wow. Und das ist ein Klasse S-Auftrag. Also wenn das alles ist, dann können wir gern öfter Klasse S-Aufträge bekommen. Wo ist denn der Eingang? Ach, da. Das Gute ist, wir können auch gleich direkt hier die Sachen verkaufen, die wir noch im Inventar haben, damit das auch wieder mal ein bisschen leerer wird. Hi. Guten Tag, hier unterhalten, bla bla bla. Vielen Dank, jetzt können wir weiter forschen. So, dafür kriegen wir 1100, das ist okay. Das hat jetzt nur mal eben auf die Schnelle was gewesen. So, was können wir denn hier alles Schönes verkaufen? Du nimmst alles, natürlich. Magnetisches Armband. Ist zwar momentan nur 87%, aber was soll's. Nein. Und alle verkaufen. So. Ach, wie schön, dass die Sachen jetzt etwas sortierter wieder sind. Und ich erinnere mich, wir müssen auch noch wieder Neues zu essen mitnehmen. Das hatte ich nämlich schon damals gesagt, als wir die Ruine abgeschlossen haben. Wir brauchen, naja, Ausdauer. Ich glaube, brauche ich jetzt nicht irgendwas Zweites mitnehmen, wenn ich noch 200 Apfelringe dabei habe. Aber für die Lebenspunkte würde ich halt gerne was mitnehmen. Und zwar haben wir dann hier noch was. Stellt 25 GP wieder her, stellt 32 GP wieder her. Okay, ich glaube, wir sollten uns da vielleicht mal irgendwie was Schickes zu essen machen. Muss ich mal eben hier gucken, bei den Rezepten. Stellt Ausdauer wieder her, GP plus 3 pro Sekunde, stellt 3% maximale Ausdauer, stellt wieder her 30 GP, 22 Ausdauer. Da muss Papaya mit Ei oben drauf. Okay, wir haben nichts Vernünftiges zum Lebenspunkte wieder regenerieren, ne? Gemüsebällchen mit Fleisch. Fleisch, Bambus-Papaya, Kopfsalat. Okay. Ich brauche es aktuell noch nicht. Vielleicht können wir irgendwann mal eine Kochfolge machen.
wenn wir wieder so ein bisschen was vorbereiten können. Aber ich finde es halt doof. Ich sage ja immer, dieses nur 40 GP, das ist echt nicht viel. Das ist halt echt wenig sogar. So, auf geht's, Mali. Na klar. Das Boot habe ich übrigens gebaut, Mali. Oh, wie schön. Oh, ist das schön. Oh, wir müssen hier auf jeden Fall mal Korallen, alles. Oh, wir müssen hier auf jeden Fall mal zum Sammeln hinkommen. The ruin entrance is over there. Let's go. So, erstmal hier gucken. Wir haben hier noch einen Angelplatz. Ansonsten, hier auf diese kleine Insel können wir, glaube ich, nicht. Also, wir schauen uns das hier alles nochmal in Ruhe an. Hier ist Karl auch nicht dabei. Ich würde jetzt allerdings erst einmal die Erkundung vorziehen. Ruin der Sternlichtinsel. Looks like an old office park. We get these a lot in Lucien. Warum kriegen wir denn jetzt schon Kampfmusik? Come on, let's go inside. Stay close, okay? Na klar. Die Fische böse? Okay, die Krabben hier. Aua! Ah, die schon wieder. Ja, nice. Okay, erstmal Karte gucken. So, wir sind jetzt hier hochgekommen. Hier und hier geht's lang. Hier, obwohl, nee, wir sind hier reingekommen, glaube ich. Nee, Moment, wo sind wir denn jetzt überhaupt hergekommen? Ich muss noch mal kurz zum Anfang. So, wir kommen von hier. Okay, dann sind wir hier hoch. Hier können wir noch eine höher, glaube ich, und dann... Hier irgendwie, ach, ist so ein bisschen, ich kann das mit den Ebenen immer so schlecht erkennen, das ist ein bisschen blöd. Also, Faktor ist, hier können wir jedenfalls nirgendwo weiter. Sieht ein bisschen aus wie so ein Aufzug. Gut, gehen wir noch einen Stock höher. Hallo? Oh, was ist denn hier los? Geschützhund T52. So, verbesserter Motor. Nice. Da wachsen komische Pflanzen drin. Und eine Kiste sehe ich doch da. Sternlichtkoralle. Okay, was macht die? Eine Spezialität. Die Sterne in Farbe und Form gehören zu den besten. Okay, das ist einfach ein Sammelgegenstand. Da vorne ist noch ein Hundi. Kommt ein bisschen zu spät. Aber ich mache das schon. Oh, was ist denn hier los? Some of the wires on the door controls are fried. Think you can fix it? Ja, das kriegen wir hin. Hä? Wo kommt der näher? Mal so einer von diesen komischen Robotern. Hier sind noch mehr. Ich mach das schon hier mal, keine Sorge. So, weiter kommen wir hier aktuell noch nicht. So, dann haben wir alles erkundet, bis auf eben, was wir schon können. Da muss ich hier erst reparieren. Um dieses zu reparieren, brauchst du 3 Kupferdrähte. Ja, die haben wir ja dabei. Okay, was haben wir hier? Huch. This is interesting. Do you know what these are? Nö, du? No. They're designs for processors. Pretty useless to us now, since we're not about to produce any of the parts. So, this is a design facility. We'll need to be careful. There might be guard AIs. Wahrscheinlich kommt jetzt der Alarm wieder. Okay. Kann ich die mitnehmen für meinen Hof? Ich würde die gerne einsetzen bei mir. Was ist denn das hier? Einschalten. Okay. So,
So, dann haben wir den Raum hier. Hier waren wir schon drin. Also im Prinzip kommen wir dann jetzt irgendwie hier nach oben und können dann wahrscheinlich nach links. Und dann schießen nach rechts irgendwie sowas. Reicht aber hier. So. Hier eine Kiste, nehme ich mit. Strukturelle Ästhetik. Was ist das? Ein Buch aus den alten Wellen, dieser ästhetische verlassene Ruinen. Kann ich das eigentlich im Museum spenden, solche Bücher? Weil sonst haben die doch keinerlei Nutzen. Sonst ist hier nichts weiter. Diesmal droppen die gar nicht so viele coole Sachen. Ich habe nur... Oh gut, zwei Motoren habe ich bekommen. Der an, im Computerlabor haben die coolere Sachen gedroppt. There's no way to get up there. The motor for this lift is broken. Can you fix it? Oh, mit Sicherheit. Brauche ich wahrscheinlich jetzt einen verbesserten Motor. Um das zu reparieren, brauchst du einen verbesserten Motor. Jo. Auf geht's. Wir auch fast schon Räuberleiter hochmachen können. Okay, jetzt kommt wahrscheinlich irgendein Boss. There's a door on the far side. Okay, zwei von den dicken Schweinchen. Wait. Was ist das? Mechanischer Schweinchenwärter? Wow. Das ist ja Schweinewärter. Mechanischer Schweinewärter. Wow. Ich kann gar nicht sehen, wie viele Lebenspunkte die noch haben. Okay, die halten auf jeden Fall ein bisschen was aus. Ich würde wahrscheinlich auch alleine mit denen klarkommen. Aber warum auch nicht so? Oh, Kompressor, Militärmotoren, Kohlefasern. Nette Sachen. Gut, was gibt es denn hier? Aha. Oh, erstmal eine Kiste. Mit... Korallenhalskette und eine Bergkappe. Nice. Lerne mit Sternlicht, Koralle und Salz das hier zu fertigen. Ja, natürlich. Das benutzen wir. Und eine Bergkappe 500 GP. Ja, nice. Passt ein bisschen besser zu meiner Militäruniformhose. Hat so ein bisschen, ist so ein bisschen Steampunk-mäßig, ne? Gefällt mir sehr gut. So, wahrscheinlich muss ich dieses komische Glasding da anklicken. Ne, ich muss nur da hingehen. Auch gut. Ein Joystick. That's the passcode key. Aha, wofür? The what? To that locator computer we found. Okay, und warum ist der hier und der andere drüben? Most countries back in the age of corruption had powerful AIs called all-source AIs. They ran everything, from their infrastructure to their military. Because of how sensitive they were, the locations for these AIs were always hidden, and only key personnel were able to access them. Warum sammeln wir diese ganzen Sachen nochmal? At least, that's what the old book said. There were always rumors that one such AI was around these parts, but I never bought into that. This could be a momentous discovery. Okay, aber ich habe kein Interesse daran, dass wir irgendwann einen Krieg führen wieder. Come on, let's head back. Okay. Ach, wir können hier einfach raus. Ja, alles klar. Ciao. Kommen wir denn jetzt wieder raus? I'll get back to you. I'll get this to the research center. I guess we'll need to have a meeting on what to do next. Thanks for the help today. I'll get back to you. Vielen Dank. 2000 Geld gibt's und ein bisschen Erfahrung. Kann ich denn, wir haben es jetzt 10.51 Uhr. Ja, komm, wir machen, wir gehen erstmal zurück und packen die Sachen mal alle rein. Wir können später nochmal zur Sternlichtinsel rüberfahren. Und dann machen wir mal wirklich einen Tag komplett Sternlichtinsel erkunden mit allem Zip und Zap.
Dann könnten wir vielleicht heute. Wir können ja vielleicht mal mit dem Django quatschen, ob der vielleicht uns nochmal was Neues beibringen kann. So. Klamotten. Haben wir hier. Sternlichtkoralle. Das packe ich mal zu den Rohstoffen. Also hier hin. Und dann haben wir es. So, wir konnten diese Sternlichtkette, Korallenkette machen. Mal gucken, was die kann. Hier. Angriff plus 10. Ja, ist okay. Aber haut mich jetzt auch nicht vom Stuhl, muss ich sagen. Diese Bücher. Wenn ich probiere, die sonst noch mal mitzunehmen ins Museum. Wo waren die denn nochmal? Hier. Strukturelle Ästhetik. Theorie der strukturellen Dimension. Unbekannte Rezepte lasse ich gerade nochmal hier. Ich nehme die beiden mal mit. Und dann probieren wir es einfach mal. Da steht zwar nicht bei, dass wir die fürs Museum spenden können, aber mal gucken. Vielleicht geht's ja. Es ist ein Kunstwerk. Kreise aus dem Osten. Das ging, der Gegenstand gehört nicht in eine Ausstellung. Okay, gut. Geht also doch nicht. Was ist denn, wenn wir sonst der Ginger das Buch schenken? Ich meine, die freut sich doch bestimmt über Bücher. Ich meine, sie ist doch eine, die gerne liest. Ginger, mein Schatz. Oh, störe ich beim Essen? Warum ist denn der Mint hier? Hi. Recently, I finished reading My Way Home Again. Okay. Hier, was hältst du davon, wenn du die Theorie der strukturellen Dimension liest? Das heißt, das wäre doch nicht nötig gewesen. Okay, das bringt überhaupt nichts. Also, sie mag scheinbar nur spezielle Bücher. Wollte es einfach nur mal ausprobieren. So, ach ja, wir wollten noch mit dem Django sprechen bezüglich Rezepte. I see. Wo ist er denn im Moment? Okay, wenn er nicht hier draußen ist, dann ist er meistens drin. So sieht's aus. Oh, Albert und Sonja sind beide zusammen hier gewesen. Hey! Hey! Just like the changing of leaves, people must also change their perspective on things. That was something my master often said in autumn. Okay, was hast du denn so für Rezepte? Was möchtest du denn? Honig, Salz, Wimpelfisch. Was kannst du denn so aus Wimpelfisch erzählen? Fischbrei. Na toll. Hallo. Hi. Ansonsten Essen einfach kaufen. Da geht nicht, ne? Ich kann hier wohl zu Abend essen, aber dann nehme ich die Sachen nicht mit. Nicht gesagt, dass wir sonst irgendwie was Schönes zu essen kaufen können. Und hier gibt es natürlich nichts. Stell 10 Ausdauer wieder her. Also so nah und länger das Lieblingsessen eines Babys. Das ist halt so. Lässt sich beim Knüpfen von Kontakten einfach halten. Im Servieren von Essen. Ist halt nichts Außergewöhnliches. Naja.
Müssen wir selber sehen, wie wir irgendwie an Essen kommen. Achso, Moment. Hier wollte ich gucken. Ich meine, ich könnte natürlich hier so ein Meeresfrüchte-Paella machen. 3 plus 3 plus hält 15 Sekunden. Reis, Bambus, Papaya und ein Fisch. Habe ich dafür denn die nötigen Zutaten? Reis, Bambus, Papaya und Fisch. Hier nehme ich Seeteufel. Muss ich mal eben kurz hier mein Essen hochpacken. Kann ich das mit Seeteufel machen oder meckert er mir dann? Nö, es geht. Hä, wieso verdorbenes Essen? Hä, warum verdorbenes Essen? Reis? Ich habe das doch richtig, oder? Reis, Bambus, Papaya, Seeteufel. Ach, zweimal Reis. Ah, okay. Sorry. 1, 2. Zack. Zack. Jetzt aber. Vor allem einen ganzen Sack Reis. Es ist halt ein bisschen ätzend, das immer so zu kochen. Kann ich nicht einfach größere Mengen dem sagen? Dass ich irgendwie hier zum Beispiel zu Favoriten hinzufügen. Nachsehen. Achso, hier Empfehlung Küchenchef. Stell wieder her, 7% maximale Ausdauer. Okay, goldene Radieschensuppe, maximale Ausdauer. Normale Gerichte. Ist halt schade, dass man nicht sehen kann, was da komplett steht. Maximale Ausdauer, das brauche ich halt nicht. Ja, mir bleibt von nichts übrig, das einmal einzeln zu machen. Also das muss ich sagen, ist halt echt doof gelöst. Sonst auch noch mal schauen. Hier, was kann man denn? Getrocknete Aprikose. 24 Ausdauer. Stell wieder 8% maximale GP. Das ist nice. Das können wir sogar gut machen. Das ist halt noch mal 1% mehr. Na gut, ich habe 3% maximale GP nur. GP plus 30 pro Sekunde. Na gut, ist auch nicht so das Goldene vom Ei. Warte mal, wenn ich das jetzt hier abbreche. Yes. Dann Meeresalgen. So, man braucht das 5 Tage. Ja gut, das muss halt erst trocknen. Ich brauche halt noch mal bessere Rezepte. Deswegen mache ich mir erstmal ein bisschen Meeresfrüchte-Paella noch. So, eins mache ich noch. Da habe ich nämlich Reis genau auf 30 runter. So. 9 Stück. Das kommt natürlich weg. Wieder.
Was macht denn da die komischen Geräusche? Ach, ich glaube, das ist der Mixer. So, ich habe natürlich wieder alles rausgenommen, weil ich klug bin. K-L-U-K. So, den packen wir wieder unten rein. Dann würde ich erstmal sagen, es wird GP plus 3%. Dann würde ich erstmal die dafür nehmen. Und die andere nur, wenn ich zum Beispiel so gegen Bossgegner kämpfe, wo ich wirklich ganz schnell hochheilen muss. Dann macht das dann auf jeden Fall mehr Sinn. So. So, hier ist die Fertigung abgeschlossen, der Holzbretter. Was machen wir denn hier als nächstes? Es gibt ja immer was zu tun. Aluminiumplatten brauche ich dringend wieder. Und dafür brauchen wir auch bald wieder Aluminiumerz. Faserstoff ist fertig. Schleim. Ich wünschte, ich hätte mehr Schleim. So, Eisenbarren sind wieder fertig. Schön, schön. Mal wieder 50 Schweißstäbe. Gibt immer was zu tun. Wir können eigentlich immer irgendwie durchlaufen lassen. So. Ja, und ansonsten ne, ist... Achso, hier haben wir vorhin noch... Das ist auch fertig. Hartes Aluminium. Aber ganz ehrlich, hier würde ich erstmal noch nichts Neues wieder reinpacken, weil... Wir haben erstmal genug. Und da das sowieso bald abgelaufen ist von dem... Energiestein her... Lohnt sich das gar nicht. So. Ja, dann gehen wir schon mal heute ein bisschen früher schlafen. Und mal schauen. Achso, wir wollten uns noch für das Rennen anmelden, fällt mir ein. Müssen wir nochmal machen. Ja, dann nächste Folge, liebe Freunde, melden wir uns halt fürs Rennen an. Ich meine, heute ist ja, glaube ich, auch schon Donnerstag. Ja, wir sollten uns auf jeden Fall fürs Rennen anmelden. Und wir werden höchstwahrscheinlich mal rüberfahren zur Sternlichtinsel, um zu schauen, was wir dort alles mitnehmen können. Danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge von Portia. Macht es gut!